Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Sacred Gold. Das Ziel liegt im Süden von Torfingen. Und zwar genau hier. Ich weiß gar nicht genau, wie dieser Ort heißt, aber auf dem Weg dorthin werden wir noch durch das ein oder andere Dorf kommen. Was das hier genau ist, weiß ich auch nicht. Als erstes werde ich mich auf jeden Fall erstmal in den... Ja, erstmal zurück nach Torfingen. Und dann als nächstes in den westlich gelegenen Wald, um dort die Quest zu erledigen. Weil da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Erstmal jetzt zusehen, dass ich hier nicht direkt wieder von den Elfen bewältigt werde. Da rechts war eine Gruppe, die möchte ich eben kurz vernichten. Oder auch nicht, habe ich mir eingebildet. Alter, diese kleinen Spinnenviecher, ne? Die haben einfach eine unglaubliche Range. Also ich denke, die Range ist genauso krass wie die Range von meinem Kanonenschuss. Und das ist schon eine Hausnummer. Ich überlege übrigens gerade, warum hier kein Respawn ist. Normalerweise bin ich es gewohnt, dass... Hier. Immer wenn man sich gerade schon beschweren möchte, ne? Dann geht's dann auch direkt los. Einen schwachen Heiltrank nehme ich mit. Man weiß ja nie, was noch kommt. Aber das sind diese Elfengruppen, die ich meine. Die sind richtig nice. Das hier ist jetzt wieder eine kleinere, wie ihr sehen könnt. Also das sind locker ein Drittel weniger. Hab jetzt allerdings auch mal Gier benutzt. Und habe hier direkt eine Unik bekommen, weil die Unik habe ich in der Tat erst von dem Gift-Troll bekommen. Genau, Mamas Puderdose, das war die Quest, die wir schon abgeschlossen haben. Wie viel Schaden macht er jetzt? 1690 mit einer Regeneration von 5,3 Sekunden. Ist in Ordnung. So, mein Guter, hier ist ausgelaufen, zack. Oh, wie wunderbar, Mamas Schmuck, hier nehmt dies als kleines Dankeschön. Und ich habe bekommen Gold und Erfahrungspunkte, wie immer. Warum was anderes wollen? Für Mamas Puderdose. Na gut, ab in den Wald. Oh, hier ist nochmal eine kleine Gruppe. Ah, diesmal aber... Oh! Ein Elite-Gift-Troll. Und ich habe schon direkt gesehen, da war eine Unik dabei. Sehr nice. Und ein Heiltrank. Ich speichere jetzt eben mal kurz. Man weiß ja nie, was hier gleich noch kommt, weil wir jetzt uns wieder halt ins Unbekannte begeben. Wir müssen halt irgendwie auch noch den Fluss überqueren. Das ist die Frage, wie das geht. Ich folge jetzt einfach mal dem Pfad hier und hoffe, dass der mich zu einer Furt führt oder sowas. Nein, Zwerg, du bist so dumm. Du bist so dumm, es tut weh im Kopf. Und sonst auch überall. Meine Fresse. Haut er das in die falsche Richtung? Schieß daneben. So, hier haben wir wenigstens wieder einen Heiltrank. Das ist ja immer gut, wenn ich dann da wenigstens neutral rausgehe. Ja, manchmal trifft der doppelt. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Es ist wohl ein kritischer Schlag dann. Alter, hat sich der gerade tatsächlich hinter mich teleportiert? Ich weiß nur, dass ich gerade mega viel Schaden bekomme. Es könnte auch hauptsächlich Giftschaden gewesen sein. Schwacher Trank des Mentors. Und da ist noch ein schwacher Heiltrank. Ja, ich habe mich ja schon mehrmals darüber aufgeregt, dass man diese schwachen Heiltränke nicht automatisch einsammeln kann. Ich könnte es jetzt gerade schon wieder tun, aber ich lasse es einfach mal. So, krieg ich den auf Range da hinten? Beweg dich nicht, beweg dich nicht. Beweg dich doch nicht.
What the fuck? Die kämpfen gegen die Gift-Trolle? Nee, die hat ihn einmal Sparring oder sowas. Da war sowieso nichts. Seht ihr, jetzt haben wir wieder gekrittet. Ich sollte vielleicht tatsächlich nochmal in Kanonenschuss gehen. Damit ich da einfach ein bisschen mehr austeilen kann. Ich möchte jetzt versuchen, mich hier irgendwie in den Wald zu schlagen. Ich weiß halt nicht, ob ich hier... Doch, hier geht's hier schon rüber? Nein, geht's nicht. Aber ich muss halt hier am Fluss bleiben, damit ich herausfinde, wo es hier halt rüber geht. Hier ist nämlich schon Feierabend. Das heißt, es muss hier irgendwo weiter unten über den Fluss gehen. Oder halt da oben, ne? Wo ich jetzt noch nicht war. Das ist auch möglich. Ich folge jetzt einfach mal dem Fluss, soweit es mir hier möglich ist. Und hier ist auch schon Schluss, oder? Ja. Gut, dann gehe ich nochmal oben lang. Genau, das ist halt die Problematik, die ich mir schon direkt am Anfang der Quest gedacht habe. Wie kommen wir über diesen Fluss? Der Weg hier könnte zwar über eine Furt führen, aber er könnte auch da oben mit dem Weg zusammenführen, auf dem wir schon mal waren. Ist's letzteres, haben wir ein Problem. Ist's ersteres, ist's gut. Nee, hier seht ihr, führt zusammen mit dem Weg. Habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Scheiße. Ach, hier geht's rüber. Sehr schön. Und hier ist auch noch eine Quest. Was ist das denn hier? Valoria, die Träumerin. Ich habe dich erwartet. Gemeinsam werden wir gegen die Sakara-Sekte streiten, die sich unweit an einer alten Steinkreisanlage befindet. Die Götter der Dunkelheit flüsterten deinen Namen in Ehrfurcht und haben mir gesagt, dass du kommen würdest. Und sie sagten, dass du und ich einige Pfade dieser Welt gemeinsam beschreiten müssen, um die Gefahr von Sakara zu bannen. Ungläubige im Dienste des Wanderers der Schatten, Ilim Shaddar, bereiten ein Ritual an einer alten Steinanlage vor. Sie singen und intonieren ihre Riten, um einen Dämon in diese Welt zu locken. Sobald ich meine Flinte geputzt habe... Wo muss ich da hin? Ach, genau zu der Quest, wo wir auch sonst... Was ist das eigentlich, was wir da machen müssen? Trüffelkraut. Ach ja, genau, die Trüffelkraut-Quest. Ich schmeiß schon Magie an. Ich glaube, ich treffe hier gleich auf... Aha, auf größere Monstergruppen, wollte ich sagen. Und hier direkt ist auch eine. Wobei das halt jetzt auch nicht so eine große Gruppe ist, aber... Hier ist auch wieder ein schwacher Trank des Mentors und ein schwacher Heiltrank. Ich speichere hier nochmal, liebe Leute. Ich habe das Gefühl, irgendwas wird da gleich auf uns zukommen, was mir nicht gefallen wird. Ich möchte vorbereitet sein. Aber jetzt hier führt uns der Weg erstmal wieder ein bisschen weiter außen rum. Eine große, große Kurve um unser eigentliches Ziel herum. Nämlicher Wolf. Ich muss wieder rauszoomen. Ich spiele zwar lieber auf dieser Zoom-Stufe hier, aber auf der hier habe ich einfach die bessere Übersicht und kann mich besser auf irgendwelche etwaigen Kämpfe vorbereiten. Vor allen Dingen kann ich besser snipern. Aha, sieh mal einer an. Und sie haben einen Lindwurm beschworen. Ist jetzt nichts, was mich irgendwie sonderlich beeindrucken würde. Das war zu einfach. Oh, schon hinüber. Und alter Schwede. Haben die hier Sachen gedroppt. So, hier haben wir erstmal einen schwachen Heiltrank. Wir haben... Das war's schon mit den Tränken. Das war's schon mit dem Tränken, ne? Ich guck mal eben kurz, was das für Armschienen waren, die wir bekommen haben. Das ist der Schulterpanzerschutz und das sind die Armschienen hier, ja. Für Kampfmagier, Klingsors. Klingsors, Armschoner der Erholung. Können wir nichts mit anfangen. Wer hätte es gedacht? So. Die Gefahr ist gebannt. Der Dämonenbann gebrochen. Und hier lassen wir auch die Bande zwischen dir und mir enden. Und auch wenn du in mir nie den Freund siehst, so akzeptiere wenigstens ein Geschenk von einem Feind. Dieses
Dieses Gebiet ist befriedet. What the fuck? Weil das eine Dunkelelfe ist, was? Von einem Feind? Don't get it. Ich hab's nicht verstanden. Ich dachte jetzt wenigstens, greift ihr mich nochmal an oder so. Aber nichts. Naja. Wahrscheinlich war es tatsächlich so eine Elfe. Also die wir die ganze Zeit eigentlich schnetzeln, und die wollte halt Hilfe haben. Und da ich ja die ganze Zeit diese Elfen bekriege, meinte sie halt, ich würde sie nie als Freund betrachten, als Freundin betrachten, und dementsprechend soll ich wenigstens ein Geschenk von einem Feind annehmen. Dabei habe ich gar nichts dergleichen gesagt. Ich meine, ich greife ja nur die Elfen an, die mich angreifen. Was so gut wie alle sind. Ausnahme war sie bis jetzt. Und das war auch die einzige. What the fuck? Nämlich der Panzerwolf. Shit, jetzt habe ich die benutzt, das wollte ich nicht. Sobald auch nur ein Bäumchen im Weg ist, ne, liebe Leute, trifft der nix mehr. Das ist ein großes, großes Trauerspiel. Und auch mein größter Kritikpunkt an dem Kanonenschuss vom Zwerg. Natürlich zum einen auch, dass sobald sich das Target bewegt, sobald sich das Target bewegt, man auch so gut wie keine Chance mehr hat zu treffen. Zur Hölle mit dir. Aber zum anderen natürlich auch, sobald auch nur der kleinste Stein dazwischen ist, oder ein Bäumchen oder sowas hier, reicht ja auch schon, dann triffst du nicht mehr. Ich glaube, das war noch in Ordnung anvisiert. Kampftritt, schwacher Heiltrank und schwacher Trank des Mentors. Die schwachen Tränke des Mentors sollte ich jetzt langsam auch mal anfangen aufzubrauchen. Weil wir davon jetzt mittlerweile doch einige haben. Gut eingesammelt in letzter Zeit. Diese Giftrolle, ne? Wandern hier rum wie die Fliegen. Oh, oh. Das könnte eine richtig effektive Gruppe sein, wenn ich die denn überlebe. Der Burst Damage ist halt echt widerlich. Und? Absoluter Crap hier. Trauerspiel. Also die Gruppe sah eigentlich vielversprechend aus. Und war es dann doch nicht. Alter, es gibt einen Grund, warum ich die ganzen scheiß Heiltränke einsammle. Jetzt habe ich ja innerhalb kürzester Zeit 3 Heiltränke verbraten. Hier ist schon wieder ein schwacher Trank des Mentors. Alter Schwede, davon kriegen wir im Moment aber sehr, sehr viele. Und jetzt haben wir schon wieder echt viele Uniks hier. Ja, wir sollten auf jeden Fall jetzt demnächst mal wieder switchen. Ich würde so gerne mal mit einer Pistole kämpfen, aber nicht mit so einer Crap-Waffe, sondern schon mit einer besseren. Shit, jetzt habe ich Flammenwerfer angemacht, das wollte ich gar nicht. Okay. Dann gebe ich mal die Trüffelkraut-Quest ab. Die steht hier auch noch aus hier. Wo geht's hier rein? Auf der anderen Seite. Genau, das war die Gasthaus-Quest. Gibt her. Ah, dieser Geruch, wunderbar. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Bleibt auf ein Essen, dann werdet auch ihr das Trüffelkraut zu schätzen wissen. Lasergranate. Ja, sadly,
Hier gibt es keinen Kombomeister. Das heißt, den nächsten Kombomeister, den wir auf dieser Reise treffen werden, ist der hier. Und da müssen wir auch erstmal hinkommen. Also, das ist noch ein ganzes Stückchen Arbeit. Erstmal müssen wir wieder über diesen dämlichen Fluss. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktionieren wird. Und dann müssen wir jetzt natürlich hier auch nochmal über diesen Fluss, weil wir hier noch zwei Quests haben. Verschollene Expedition und, eine Quest. Ich dachte zwei. Ich habe mir hier gerade eine Quest eingebildet. Ist nur eine. Verschollene Expedition. Ja, also ich glaube, die Taktik wäre am sinnvollsten, hier tatsächlich dem Fluss da wirklich zu folgen hier. Und die irgendwo dann, ja, keine Ahnung, wenn sich's ergibt, eine Furt zu benutzen. Wenn wir denn die Chance haben, hier eine zu sehen. Die Gifttrolle kämpfen übrigens mit den Spinnen. Übrigens, gegen diese kleinen Viecher habe ich nichts. Also, die großen sind die, die mir hier Genickbrüche bescheren. Die Taranteln greifen übrigens tatsächlich alles an, was kreucht und fleucht. Die kann man anscheinend nicht zähmen. Hier, diese Spinnen hier auch schon wieder ziemlich widerlich. Die nehmen hier schon wieder zu, liebe Leute. Und ich muss hier irgendwo rüber. Das ist auch keine Furt. Hier ist eine Furt. Sehr schön. Ach, das sind die richtigen widerlichen Spinnen hier. Meine Fresse. Ja, genau. Hier sind wir richtig. Und der Gifttroll hat auch direkt wieder eine Unique droppen lassen. Liebe Leute, ich mache hier dann an dieser Stelle kurz einen Cut. Wir hören uns gleich wieder und bis dahin macht's gut. Ciao.